Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Ja, jetzt wieder im Lager. Wir haben ja wieder Ladezeiten gehabt am Ende des Parts. Und jetzt habe ich mittlerweile irgendwie so viermal immer wieder lange Ladezeiten gehabt. Und jetzt geht es wieder besser heute Morgen. Jo. Also, wir haben hier eine Quest. Hier unten eine Quest. Gut. So, haben wir noch einen Skillpunkt. Ich sehe gerade, wir können einen nochmals rausnehmen, den unteren einzelnen. Gut. Ja, ich habe jetzt nochmals den Beet gewechselt auf einen, der besser durchkommt. Und ich werde heute, denke ich mal, noch einen Livestream machen von Falconier. Der hat nämlich da noch einen Skill bekommen, wo... Also, bald von einem Skill bekommen. Oh, hör jetzt mal auf, mich abzulenken, du Blöde. Mann, die Idee ist immer zu laut. So, genau. dass man, jo, diesen einen Skater verwenden kann, Feuer Trap oder so. Weil ich habe ja schon vor der Release von 1.0 gesagt, ich möchte gerne, Ding haben. Dankeschön. Die Tränke, Giftflaske, also ja, Gifttränke oder so, Ufftränke, und die kann man mit dem tricken, das habe ich noch nicht gesehen, und jetzt möchte ich eigentlich das so ein bisschen tricken damit, also einfach die Feuerrunen und Feuerfallen setzen, und wenn sie ausgelöst werden, werden auch noch Tränke gecastet, genau. Das ist eigentlich ziemlich ein cooler Bild und den möchte ich verwenden. So. Und hier gehen wir einfach auf ein paar neue Zauber beim Warlock. Schauen mal, wie es geht. Ob es gut geht, ob es schlecht geht. Ob man es doch irgendwie anders machen muss, ob es nichts lassen kann und so weiter. Der Bild ist wie immer unten. In der Videobeschreibung. Oh, allein wenn ihr ein Bild braucht. Und ja. Ich nehme natürlich nicht mehr so die, wo steht. ja, sie ist mal ein Test oder ist mal ein Skill, den ich gerne ausprobieren will. Sondern steht, ja, könnte overpowered sein, könnte sehr stark sein oder. Weil ich habe einfach zu wenig Zeit. Ich bin Rollenspieler, ich bin Let's Player, ich bin Livestream, ich bin Sportler. Ich kann da nicht ein Bild nehmen, wo nicht im Endgame fähig ist, ein Bein auf dem anderen zu bringen, oder? Jo. Also, ich nehme einfach Bilds, die mich interessieren, die mir Spaß machen werden. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne ein Bild vorschlagen. Oder sagen, ja, spiel lieber so. Weil, ja, ich möchte natürlich auch gerne sehen, was ihr so spielen wollt und ich so spielen könnte. Weil Amethyst hat schon ein heftiges Grind-Spiel, da muss man Ewigkeiten die Items farmen, wenn man halt nicht stark genug skillen kann oder so. Die Items nicht packt oder so. Das ist mir einfach zu schwer, oder ohne großen Plan, ja, viel Spaß zu haben, oder? Das habt ihr ja scheinbar auch. Also vor allem die ganz, ganz Süchtigen. Also, Geistessüche ist nicht ein Skill, den wir benutzen müssen. Doch, ist einer. Okay, da gehe ich auf Cast in Area vielleicht zuerst. More Damage vielleicht zuerst. Ne, ich gehe zuerst auf More Area. So, weil dieses Skill, den kann ich aber zu wenig verwenden und ich möchte ja den Spam Skill, also More Arena ist hier und hier ist More Damage. Und Fire Tree, also Schwäche, Stapel ist auch sehr gut. Per Intelligenz, das ist sehr gut. Wir haben aber einen Skillpunkt zu wenig. Und dann machen wir den hier hin und der machen wir. Diese. Da. der unterste. Unten rechts. Ja, Blut erreißen müssen wir dann auch.
Genau, das war dieser Skill, den ich ja nicht so gerne eingesetzt habe beim Shotgun Leech. Der war so ein bisschen, jo, nicht gut zielbar und dauert einfach zu lange. Und der wird da oben gecastet, also nur auf Gegner am besten. Ja. Ich bin heute leider nicht so fit, also ich habe vielleicht Atemprobleme, Druckprobleme. Und das habe ich noch Kopfschmerzen, aber es ist auch das Wetter, das ist einfach momentan wie Aprilwetter ist, es wechselt ständig. Okay, der Schaden ist leider noch nicht so groß. Das reicht, um den zu töten. Müssen wir eventuell doch noch zuerst nach rechts. Also eine Aria ist es hier auch. Oder ja, es ist der Single Target, stimmt. Ah, das ist noch Single Target. Wir müssen unbedingt oder nicht auf Schaden runtergehen oder rechts. Okay. Also Level mal bitte. Hier. Ja, ich bin sehr froh, also ich bin ja eben nicht gerade so am viel zocken, wegen den Serverproblemen vor allem. Und weil halt so, jo, die Zeit einfach nicht ausreicht, immer zu zocken. Da ich ja alles aufnehme oder Livestreams davon mache und, jo, muss es halt ein bisschen langsamer angehen lassen, oder? Die anderen, ja, die tun halt irgendwie... ja, Speedrunnen, die ganze Zeit grinden, wenn die gegen die sagen, das ist nicht gut und so. Und ich mach's gemütlicher, weil ich einfach nicht anders kann, oder? Ich hab zu wenig Zeit für so etwas. Schnell genug zu machen. Aber, jo, dann bin ich halt nicht derjenige, der irgendwelche Guides oder irgendwelche Tipps und Tricks euch gebe, sondern einfach Gameplay zeige. Und dann dafür dranbleibe und dann immer noch diese Gameplay und Tipps geben kann, oder wenn ich auch so weit bin dann. Aber jo. Wir werden einfach so schnell vorwärts kommen, wie wir können. Und ja, dann sind wir auch ziemlich bald dort oben. Irgendwo. Also ich habe jetzt so gerade zwei, also ein Part pro zwei Tage machen können. Jetzt mache ich wahrscheinlich pro Tag zwei Parts. Also es wird schon viel schneller gehen bei mir. Muss aber schauen, eben, ich muss ja auch noch lange Livestream von Rollenspielserver von GTA machen. Dass ich das einfach am Morgen schon habe und dann irgendwann mal freischalten. Du, also der zweite Part voran. So machen. Und jo, bin halt jetzt auch heute nicht so früh wach gewesen, aber heute wird wahrscheinlich noch nur ein Part kommen. Ich mache aber drei Parts, denke ich. Bis morgen zwei Parts können kommen dann. Aber morgen wird es auch schwer, da habe ich am Morgen einen Termin dann. Da werde ich einfach am Nachmittag noch die zwei Parts hochladen. Zum Nachmittag und dann morgen der Tag kommt. Wieder genügend Fahrt. Der Golem, der ist zäh. Ne? Der Skill, der ist so schlecht am Anfang. Bis man den irgendwie gut geskillt hat, skillen kann. Der muss unbedingt überarbeitet werden. Der macht im Endgame heftigsten Schaden dann irgendwann. Ist aber immer noch zu langsam dort. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht so ein Fan. In diesem, was das ist. Aber er wird verwendet und geht, also muss ich ihn auch. Nein, keine Zeit! Bitte aufhören, Remco! Ständig, ey! Wenn du nur so Frauen hättest, die du liebst, aber nicht alte Weiber, ey! Nerven die ganze Zeit. Ich nehme jetzt 10 Minuten auf und schon sind sie wieder bei mir und nerven mich. Die wissen ganz genau, dass ich immer aufnehme und live streame. Die müssen nicht irgendwelche Probleme lösen mit mir. Die haben Probleme, ich keine, und dann lösen sie mit mir. Das ist eine Frechheit, eine absolute Frechheit. So sind Schweizer. Wenn sie älter werden, werden sie zu unsäglichen Nervensägen und Hexen. Man kann nichts machen dagegen. Nichts.
stur wie der letzte Baum in der Wüste. Das ist eine Frechheit, einfach eine Frechheit. Sollten sie merken, mir geht's gut und ich möchte sie haben? Nein, ich habe eine schwere Krankheit, mir geht's manchmal nicht gut. Jeder unterschätzt meine Krankheit, obwohl sie die fünftschlimmste Krankheit der Welt ist. Aber niemand hat irgendwie Erbarmen, mal einfach zu sagen, ja, jetzt tue ich einfach mal den Drago Basler nicht stören, weil er will ja sowieso nicht mit euch mit einem unterwegs sein. Er hat ja sowieso keine Zeit. Nee, sie kommen immer wieder. Sven, bitte mach mit mir etwas. Ich bin so arm. Ich kann doch nichts dafür, dass ich so arm bin. Yes. Doch, können sie. Einfach mal euch mal ein bisschen am Riemen reißen und etwas machen. Anstelle immer zu Hause sein und behältes zu jammern. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Das ist sowas von unmöglich. Also bitte, ja, wenn ihr jemanden seht, einfach sagen, sie sollen sich selber helfen mal. Auch wenn es eben nicht gut geht, aber das ist etwas, was halt ständig im Argen liegt. Die Leute können sich nicht mehr selber helfen, suchen nicht mehr Hilfe. Zum Beispiel, wenn man immer zu Hause hockt, weil man depressiv oder sonst Schizophrenie hat oder so, dann geht man zum Psychiater. Aber was kann der Drago dafür machen, oder? Was muss der Drago wieder sagen? Was er nicht ständig sagt, oder? Das ist das größte Problem bei den Frauen. Oder Männern kann es auch sein, aber die sind eher zurückhaltend. Die suchen nicht ständig irgendwelche Leute, wo sie die ganze Zeit ihre Zeit rauben können. Jeden Tag Kaffee trinken müssen gehen. Sie Rückhalt haben, dass sie wenigstens ein bisschen draußen sind. Oder laufen müssen oder einkaufen müssen. Ständig jeden Tag, so 5 Stunden eigentlich. Das verstehe ich nicht. Oder? Ja, wir sind jetzt auch nicht gerade die Besten, die du ausgeben oder ja, in Livestreams herumhocken. Aber ja, wir machen ja sonst noch etwas anderes. Also ich, wenn ich jetzt nicht vor der Kamera hocke, dann mache ich den ganzen Tag Sport. Ich irgendwelche Freunde besuchen, die ich wirklich gerne habe, und tu irgendwelche Sachen lernen. Er ist ziemlich stark schon, ne? Wurde der gebufft? Also eigentlich sonst haben sie nicht viel Schaden gemacht im Anfang. Vom Schaden her sehr stark. Ich hoffe, ich muss nicht abteilen. Mann, diese Kugel nervt. Das ist das schwarze Loch im Kreisel. Orbit, glaube ich, heißt das. Ne? Der ist mega stark. Also stark nicht, aber nervig von der Kälte. Also ich tue jetzt momentan die Magier noch nicht machen. Das dauert auch zu lange. Ja, und plötzlich macht sie wieder sehr viel Schaden. Das hier. Es sind einfach verbannte Magier und könnten eventuell um sie sein. Aber das ist der Meinung her wahrscheinlich. Also eher fürs Endgame oder nicht ganz im Endgame, da sind sie wieder zu zäh und zu stark. Einfach machen, wenn ihr. Also ich brauche zum Beispiel den Löffel. Spoonmasters Needle oder wie der heißt. Und deshalb mache ich den jetzt auch immer wieder. Ich glaube, Dieb Geibel, ne? Weiß nicht. Und, jo. Eigentlich so ab Level 30 erst oder so. Dann. Ne. Ich glaube, erst ab Level 20 oder 17 oder so, ab dann mache ich es. Aber jetzt noch nicht. Das fehlt jetzt sehr. Schade. Aber, immerhin. Haben wir ihn geschafft. So, was brauchen wir? Gift.
Gift bei Treffer und... Ach komm, zeig dich an. Nekrotisch oder nicht. Gift. Ich nehme ihn mit. Genau, und mach noch den anderen Itemfeder rein. Jetzt finden wir die falschen Items. So, was, wie heißt das der Ding? Also der Löffel heißt Mad Alchemist Ladle, nicht Gittel. Das ist der andere, glaube ich, oder so. Chaosbolz, Ktonik, Fissure. Also machen wir Fissure Bar. Hm? Ein Bar. Nein, falscher Knopf. Wenn die das mal einfach direkt machen könnten und die Heidenväter nicht irgendwo da unten hinstellen würden, das wäre nicht schlecht. So, Fissure. Ktonik-Fissure. Ich mach mal blau, weil es ist Eis oder der andere Skill ist Eis. Nein, noch nicht abbrechen. Was mache ich heute? Falsch drücken. Ah, oh, Fissure. In blau, in... Ja, Feuer. So. Das Lila. Überall in jedem Game gibt es irgendwelche lila Sachen. Ich kann die nicht drücken, weil für mich ist das einfach abbrechen oder so. Und das Graue oder das Schwarz ist für mich annehmen. Auch im Itemfeld, Homepage und so. Das ist etwas, was einfach nicht gerade realistisch nur von der Farbgebung als okay oder abbrechen so angesehen wird scheinbar. Also entweder wird das Abbrechen heller, damit man sieht, ja, okay, da wird abgebrochen. Oder das Lila irgendwie in Grün umgewandelt oder so. Ja. Grün ist für mich eigentlich immer die Farbe fürs Angeln. Oder Gelb, so hoch. Aber nicht Lila. Lila ist für mich immer Abbrechen. Es gibt so viele Spiele, die lila Sachen haben. Ich weiß nicht, wieso, weil es irgendwie hübscher aussieht für die Entwickler. Das ist also so ein bisschen, ja, angenehmer zum Anschauen ist. Einmal. Für mich ist es halt Kinderkram. Barbie-Puppen. So, also wir haben jetzt gar keine Item-Drops, weil alle also verborgen werden. So, Würmchen, hast du irgendwas dazugelernt? Laser, nicht? Ach, komm, du mit uns. Brauchst du dich. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen genervt von gestern. Es war echt sehr mühsam, der Stream. Und Lukas auch gesagt, es war nicht so viel nerviges Zeugs mir hincheaten und so. Er will einfach die Sachen vorstellen und das auf humorvolle Art und Weise, aber er war richtig nervig. Also. Ich habe ihn nicht gerne gehabt im Livestream zu tun. Weil der Motor ist. War sehr, sehr nervig. Irgendwie geht der Fluch nicht optisch. So. Na, Würmchen. Hast nicht viel dazu gelernt. Du bist ein bisschen stärker geworden. Ich nehme den Gürtel. Damit der Golem nicht so schnell stirbt. Jetzt brauchen wir Idole. Wir haben jetzt nur die zwei von der Quest bekommen. Truppe, ihr Idole. Ihr seid so selten. Dass sich nicht reimt. Sich nicht reimen lässt. Sich nicht reimen lässt. Ich finde die Gegner einfach die coolsten Raptoren. Das ist so wirklich etwas außergewöhnlich. Außer die Raptoren, die explodieren am Schluss, dass sie so Feuerbälle am Boden lassen. Die nicht so. Aber die sind auch nicht mehr so schwierig, oder? Okay, ein Schrein. Gehen wir kurz zum Schrein. Für mich sind sie anspruchsvoll. Also ja, teilweise, wenn sie jetzt am Anfang noch hergerusht kommen. Und sie sehen ja cool aus. Ist noch realistisch, oder?
So haben sie scheinbar ein bisschen ausgesehen. 17, okay. Noch einen einzigen Skillpunkt. Ja, gut, jetzt haben wir so einen schlechten Schrein. Buff. Den wir jetzt eigentlich nicht hin müssen. Aber am Anfang ist es vor allem wichtig, halt die Unix und das Gold zu bekommen von den Scheinen. Von manchen Scheinen. Jetzt weiß ich nicht genau, soll ich jetzt mal rechts herum? Ich war nie oder nur einmal ganz kurz am Anfang rechts herum gegangen. Oder ist es. Kann das sein, dass das einfach das Ding ist? Es gibt nämlich eine Quest links oben und deshalb gehe ich immer links oben hin. Ich weiß gar nicht, aber kein Problem, mal kurz aus. In welches Gebiet jetzt man hier kommt. Ja, jetzt momentan sind wir eh nicht so stark. Wir brauchen aber die Skills und deshalb können wir auch ein bisschen weniger stark sein. Vor allem der levelt halt echt nicht gut. Ja, jetzt. Okay. So. Also schauen wir mal, wie viel Reichweite wir haben. Also hier ist die Rüstkammer direkt. Also ist das der. Ist der Weg wirklich nicht gerade so. Ja. Wichtig. Wir müssen zur anderen Nebenquest gehen. Das ist ein bisschen blöd, dass es jetzt viel Mana kosten wird. Noch einer. Die Entwickler so, ja, nimmst du den falschen Weg, wie ist der genau? Dann nervst du dich über alles. Über die Gegend, über die verpassten Quests. Okay, völlig sinnfrei. Müssen wir halt wieder zurück in unser vertrautes Gebiet. Unsere Heimat. Das ist eine schöne Heimat. Hallo. Wisst ihr noch, wo wir mit Leon gespielt haben und diese Gegner immer gemobbt haben? Wie sie immer runtergefallen sind. Ja, Bauchklatsche gemacht haben. Oh je, ganz arme Gegner. Sie sind sogar schon am Leeren verzweifelt. Aber dafür sind die Larven die coolsten. Diese Leckermühle. Menschenfleisch. Oh, schön. So Lichteffekte wurden extremst schön. Where are you going? Gods. Und ja, der Hauptquest-Zeiger, der ist rot und nicht gold. Also leicht ein bisschen gelb, aber er ist rot und das sieht mega schön aus. Dieser hier sieht ein bisschen seltsam aus, hat eher wie einen Geist. Als wie eine so eine so, wichtige Angelegenheit, aber können sie vielleicht auch wieder verbessern. Aber ich kann auch die Entwickler ein bisschen verstehen, oder sieht zum Beispiel jetzt auch am Rollenspielserver von uns. Viele Leute müssen natürlich meckern über alles, wo sie es verstehen, dass man halt doch sehr, sehr lange braucht, um so etwas zu entwickeln. Also jetzt zum Beispiel den jetzt nicht unbedingt Texturen, aber trotzdem halt alles Wichtige zuerst kommen muss, zum Beispiel die Serverstabilität oder es ging scheinbar ja nicht so schnell, wie es viele Spieler einfach auf den Servern hatte. Aber dann halt das Spiel, die so richtig schlecht bewerten, ausgeglichen auf Steam und so. Ja, das ist der falsche Weg. Damit haben sie niemandem geholfen, sich selber sogar geschadet. Und jo. Sollen selber machen. Und dann gibt es noch die Leute, die rumheulen, weil die großen Streamer sterben scheinbar. Ja, das ist eine andere Geschichte. Ich sterbe ja noch gerne, also ich bin jetzt nicht einer, der ausrastet. Sogar schon sagt, ja, ey, muss das sein, liebes Spiel? Hä, wieso ist das wieder passiert? Aber bin ich einer, der dann
irgendwie, weiß nicht, ein Livestream oder das Let's Play beendet für einige Zeit, bis ich mich wieder mega regenerieren konnte oder so. Ich mache einfach weiter. Wenn das Spiel halt irgendwelche Balancing-Probleme hat, dann hat es halt einfach diese Balancing-Probleme noch. Aber dafür kann man auch den Entwickler unterstützen, so einen Run zu machen. Also eben, ich bin ja auch so langsam immer mehr an einem Spiel entwickeln. Ich werde die Dinge einfach selber testen und nicht zeigen, wenn ich länger bringe. Als von irgendwelchen Leuten runtergemacht zu werden. Ich werde wahrscheinlich nicht so runtergemacht, weil ich es ja kostenlos anbieten werde und alleine entwickeln werde. Also mit Unterstützung von euch im Stream und so. Aber nicht jetzt unbedingt eben so Bug-Sachen rein tun will. Ich will zuerst warten, bis dann Bugs besiegt sind, wie ich finde. Und dann erst Beta-Tester reinlasse, die wirklich auch Beta testen. Ja. Und ja, nicht kritisieren oder nur wenig kritisieren natürlich. Ja, das ist halt immer eine Frage der Zeit und des Können, also ja, wie viel kann man in dieser Zeit machen überhaupt? Und ja, wenn halt die Spieler so mega süchtig werden und so, dann muss man halt die Patches lange warten lassen. Das machen die Entwickler scheinbar ja nicht. Die haben einfach einen Plan gesagt, 7 Monate Entwicklungszeit und jetzt ist halt wirklich vieles noch nicht fertig. Hätten sie es lieber nicht so früh angekündigt und so uns lange warten lassen. Tja. So, Inferno-Schatten ist scheinbar sehr beliebt unter den Nekromanten, was wahrscheinlich immer noch sehr, sehr stark ist und so. Aber für mich nicht geeignet. Es macht keinen Spaß, die ganze Zeit zu ziehen. Weil sonst der falsche Minion oder so ausgewählt wird. Das ist nicht ein Kill, den man unbedingt spielen muss, wenn man nicht allzu viel spielen muss und stark sein muss. Nee. Also andere Skills sind besser und stärker. Und scheinbar gibt es immer noch ein Beet. Ich sag jetzt nicht welchen, weil ich will nicht, dass der noch weiter ausgebaut wird. Der ungefähr so 600 Millionen Schaden macht. Wieso? Wieso gibt es so einen Skill, lieber Entwickler? Also den könnt ihr sofort nerven, das ist das Wichtigste, was ihr machen müsst. Aber wieso gibt es so einen Skill, der eventuell mega langsam ist und so, einfach so 600 Millionen Schaden macht? Wenn die meisten Skills so 10.000 bis 20.000 Schaden machen. Ja? Ist das Balancing, lieber Entwickler? Ja? 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 Jetzt mobbe ich euch auch ein bisschen. Mir egal eigentlich, oder? Aber es muss halt einfach gesagt werden. Sonst spielt jeder dieser Beat. Und alle breaken eigentlich das Spiel, oder? Das ist immer so eine Kettenreaktion. Wie machen die Entwickler einfach alles ziemlich gut? Und wenn etwas nicht geht, dann wird einfach die ganze Zeit drauf aufgebaut. Oder dieses, oh, ich muss das Geld, den Bild spielen, weil er so broken ist. Für mich ist OP manchmal noch motiviert. Aber alles, was broken ist, spiele ich nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nie Feuerball verwendet. Und Feuerball wurde, glaube ich, sogar noch stärker oder einfach noch schneller von der Flugbahn. Aber auf jeden Fall, jo, ich spiele ihn nicht. Also ich spiele ihn nicht im Endgame. Und das war's noch. Frostsphäre. Vulkanik-Orb. Ja, Frost-Orb-Umwandlung. Und war auch mega broken. Ich habe ihn, glaube ich, gar nie eingesetzt. Nie. Ich weiß sofort, wenn irgendjemand sagt, ja, das ist gut, dann ist es broken und dann spiele ich es nicht. Aber scheinbar die größten Leiste, wie man dann, und dann wird er halt so um die Welt getragen. Das hat das Spiel ganz darunter leidet, vor allem der Entwickler. Ja, wieder weniger gut, hä? Also es sind eigentlich
die Leute, die wirklich sehr viel Aufmerksamkeit geben und am stärksten sein wollen, eigentlich die schlechtesten für ein Spiel. Und die Entwickler tun meistens diese Streamer dann noch unterstützen, klar mit Loot Drops, also mit diesen Twitch Drops zum Beispiel und so. Oder sonstige Sachen, ich finde das wirklich eine Schweinerei. So. Der Entwickler eigentlich hier alles Schlechtes favorisiert, ist für mich jetzt nicht gerade so erheitend. Aber es ist ein gutes Spiel und ich tue ja nicht, dass der Entwickler spielen, sondern ich tue das Spiel spielen. Also sollte mir das eigentlich gar nicht stören, ich sag's einfach. Fertig ist es. Gegessen eigentlich. Nur erwähnenswert natürlich. Ja, ich drunter am Leiden. Die Entwickler oder die Spiel, anderen Spieler sind eher am drunter leiden. Also, völlig normal, oder? Jo. Aber es ging viel besser, viel, viel besser. Ich bekomme echt wie die anderen echt schlechte Items über. Also erster, zweiter Akt, da müsst ihr einfach durchspielen, da bekommt ihr noch nicht so gut Items über. Und was haben sie gesagt? Dritter oder vierter Akt, dann wird's besser. Dann geht's vorwärts, der Keyspeed wächst stark und so. Aber das ist halt einfach, Tutorials sind eigentlich immer sehr, sehr langweilig. Und das Spiel hat einfach zu lange Tutorials. Es interessiert niemanden, wie man einen Heiltrank trinkt oder einen Vapor benutzt, außer das erste Mal, den ersten Charakter. Ja, das kann man nachschlagen in diesem, ja, ich glaube auf Hard, nein, auf Hard ist das Ding, irgendwie einfach auf den Guide, also schön, ich gehe, jetzt hat er ihn gestellt, schon lange. Und, sonst im Optionsmenü kann man auch nachschlagen, wo ist Portal und wo ist Trank öffnen. So. Wie tut man scalen oder wie bekommt man die Punkte, wenn man den Scale neu scalt? Wie bekommt man die Punkte, die man dann schon hat und so? Das interessiert keinem Schwein mehr, der mehr als 2-3 Stunden gespielt hat. Aber nein, der Entwickler muss das drinnen lassen. Es müssen ja noch die Spiele gelernt werden, die ganze. Die müssen in die Schule. Das ganze Leben lang, in jeder Season, in jeder Zyklus. Ja, ja. So kriegen wir bald die Mana-Probleme weg. Nee. Wir müssen also weiterhin mit Rip Blood angreifen. Und ja, ich habe ja im letzten Part gesagt, ich muss den linken Weg nehmen, weil der unten dran ist. Aber ich muss jetzt in diesem Bild doch den rechten Weg nehmen. Also habe die 6 Mana Kosten dazu noch bei Rip Blood. Werden wir haben, aber der wird Auto ausgelöst. Ja, und der wird er trotzdem Mana verbrauchen. Diese Neulinge haben wir die Lust, ihre Items zu zeigen. Ich dachte schon, das wäre irgendwas Besonderes. Ja, die Items sind auch nicht so besonders. Wie es will. Ja, schon, zum Zeigen schon, aber nicht zum Ding. Oh, ich habe wieder Bienen. Gut. Was haben wir noch? Den Humming-Bee. Also, wir haben überall Bienen. Ich mache unbedingt noch ein Bienenbild. Aber diesmal wahrscheinlich ein Rook. Wenn es geht. Also, ich mache nicht Beets, die nicht gehen. Aber wenn man die ja nicht bufft. Ja, Hummingbee, also ein Hummingbee Behave, brauchen wir halt einfach. Bis wir dann den nicht haben, den Unique. Ja. Tue ich halt andere Bits. Also ihr dürft mit mir handeln, gell? Also ihr müsst halt auch mit mir spielen und ich kann halt nicht immer spielen, wenn ich nicht aufnehme. Ihr dürft aber dabei sein, gell? Nur einfach nicht mit einem Level 100 Charakter, einem Level 30 Charakter oder jetzt gerade, weiß ich, 15 Charakter helfen oder so, das nicht. Das werde ich nicht annehmen. Dann gehe ich raus. Oder entfreunde euch eher am besten. bis ihr ja, wieder wollt. Nein, bis ich wieder will.
Ja, so. Aber ja. Man will ja auch geschützt sein als irgendwelchen Bekannten. So, gleich mal noch ein Level. Schergenschein. Ich brauch's halt nicht. Also das ist. So, also Schaden. Link per Intelligenz. Wie viel Intelligenz haben wir? 8 oder sonst was? 8 Schaden und hier ist Globalschaden über Zeit. Das ist über Zeit. Da ist aber mehr Schaden und nicht mehr Schaden über Zeit. Also, ja, es wird auch gehen. Also zuerst hier. Und hier ist der 20 schon. Genau. Also dieser Boss könnte ein bisschen schwer sein jetzt, der war schon immer schwer, also schwer, nervig, weil hier ja so unsichtbare Mauern waren, wo Projektile immer abgeprallt sind. Mal schauen, ob das gefixt wurde. Ich habe aber keine Projektile, kann es gar nicht sein. Okay, geht direkt auf die Seite, das heißt, das wird nicht... Okay, wurde viel schöner jetzt. Okay, das Kiel ist schöner geworden. Der bleibt. Nein, der ist auch schöner. Okay, aber der Anfang bleibt so. Jo, was sollen wir tun? Also der Boss wurde heftigst überarbeitet. So, Laser, also rechts rum. Nein, geh weg. Problem, nicht baden. Nicht im Laser baden. Dem Lace Luke 2 werde ich die Welt zerstören. Das war der beste Bösewicht aller Zeiten. Der Dr. Evil aus Austin Powers. Wo tut man ein Geheimversteck machen? Genau hinter dem Hollywood sein. So, besser wurde das nicht erfunden. Also das Versteck ausgesucht, oder? Ja. Ist ja klar, dass Austin kommt, behauptet. Ja, ich habe in letzter Zeit wieder Netflix-Ding, aber die haben nicht alle, die haben glaube ich den dritten und zweiten Teil, der ist da nicht, oder? Ich weiß nicht mehr genau, welche Film ich geschaut habe. Also der dritte sicher. Ich glaube, es war der zweite, habe ich noch wieder. Und den ersten haben sie irgendwie nicht. Aus Copyright-Gründen. Also ich finde der zweite eigentlich am besten, aber ist ein bisschen zu sexistisch. Für mich ist der dritte Teil viel angenehmer. Aber das ist auch der andere böse Richtung nerven. Nochmal. Oh. Genau so. Wie ich mich gerade bei diesem Boss kann. Genervt über einen Bösewicht. Über einen, ja, der einfach nur psychisch und optisch verändert wurde. Kein Bösewicht. Mit seinem Lay. Guck mal da, es sieht aus wie ein Würstchen, frische Würstchen. Und Melonen. Oh. Wo gab's diesen Drachen? Der war nicht hier oder nur als klein hier. Irgendwo kommt mir der... Ah, das ist der Ding. Das ist der in groß. Genau, da kommt mir mehr bekannt vor. Nein, der Drache war noch nicht hier, stimmt. Jo, ist er da unten gerade gewesen? Ja, seht ihr. Das ist der Drache. Er ist leider nicht mehr zu sehen. Oh cool, also so eine Lampe. Ja, mega. Er kommt auch nicht mehr. So, und wo sind wir jetzt? Wir sind Warlocke. Es war eine Locke, aber jetzt ist es eine Locke. I warn you, your will must be, then close your eyes and focus on the potential you wish to wield, cool. As I guide the shades to you. Schimpfkopf,
5% mehr Schaden pro Fluch auf dem Ziel. Plus 35 Feuer und Nekrose Widerstand. Ziemlich gut, also. Ja, widerstandsfähig werden wir. Und Flüche tun wir auch die ganze Zeit casten. Also, Hexenmeister. Und ich glaube, ich mache den Skill wieder raus. Ich muss es. Schade, dass ich den Skill anscalen muss, weil ich einfach noch nicht so weit bin. So, wie viel Mana? Oh, 42. Ich wusste, dass er sehr viel Mana kostet. Aber, ja, ich will ja auch Schaden machen. Also das ist der zweite. Oben rechts, das wüsste ich. Plus 80% Mana kosten. Holy shit. Ich bekomme einen Säurehaut. Okay, auf jeden Fall mal rechts. Machen wir, gehen wir kurz auf Damage. Ja, ich muss eigentlich mir mehr machen jetzt. So, also. Dann hier, Hexenmeister. Das ist alles neu, alles. Das untere. Mana Regen Cooldown, mega geil. Okay. Blödes. Fenster. Okay. Auf wie viel? 5. 5, 5, 5, 3, 5, 3. 5, 5, 10, 2, 4, 5, 3. Immer so dunkel die Kleider. Also schauen wir einfach mal, aber wir haben sicher zu wenig Mana. Und sonst gehen wir einfach wieder um. Wir nehmen irgendwas, was wir genießen. Wir könnten eigentlich Hungering Souls nehmen von Anfang. Aber wenn wir halt zu wenig mehr, zu viel Mana-Kosten haben und Mana-Regeneration eigentlich auch noch nicht haben, dann müssen wir einfach andere Skill-Methoden machen, nehmen. So, leider ist der Part schon ziemlich überlang. Wir können aber hier gleich dann weiterspielen. Aber war cool, also ich hab den zweiten Akt sehr cool gefunden jetzt. Und das können wir auch gleich machen. Gleich. Machen wir lieber selber mehr Giftresistenz. Ja, komm, lass mich doch das machen. Also wir machen sie hier unten, die schlechten Items. So. Yes. Die kann ich verkaufen. Ist ziemlich gut. Ja, okay, das lasse ich. Machen wir Regeneration. Ach, nee. So. Follow your feet. Also, Dankeschön fürs Zusehen, war toll heute. Und nächste Part wird sicher auch wieder sehr tolle. Und wir werden einen Cyberstab. Ja, sieht auch nicht so schön aus. Ist wahrscheinlich einfach noch alt. Jo, gut. Tschüss zusammen. Schönen Tag noch. Tschüss.